Ich bin der Hans, der in diese Gemeinde mit hineingekommen ist, auch unvorbereitet und eigentlich nicht ausgemacht, sondern einfach aus freien Stücken. Plötzlich war die Zeit reif dafür, in diese Gemeinde zu kommen. Durch eine Mitschwester Inge, die eben plötzlich mit strahlenden Augen bei mir in der Praxis erschienen ist und mir erzählt hat, dass sich alles so verändert hat in ihrem Leben und die so viel gesucht hat nach einer Gemeinde, dass es etwas Besseres geben müsste als meinetwegen bloß die anderen Gemeinschaften, die Christengemeinschaften, und plötzlich hätte sie es gefunden in Salzburg. Na, da bin ich eben dann mitgekommen und dann war auch mein Weg wenigstens bis jetzt ebenso weit erfüllt, dass ich in dieser Gemeinde gerne bin und mich sehr gern drin aufhalte. Wie gesagt, jeder ist zuständig für seine Rose, wie beim kleinen Prinz. Und auch ich habe meine kleine Rose gefunden und pflege sie.